FC Chelsea-Coach Maurizio Sarri hat sich für einen Verbleib für den vom FC Bayern München umworbenen 18-jährigen Stürmer Callum Hudson-Odoi stark gemacht. Hudson-Odoi habe mit der Nationalmannschaft und mit Chelsea eine sehr gute Zukunft, erklärte Sarri. Es ist besser für ihn, wenn er hier bleibt, fügte Sarri hinzu. Er sei sehr jung und verbessere sich stetig auch in der Abwehrarbeit. Für mich ist er ein wichtiger Spieler, so Sarri. Hudson-Odoi hat für Chelsea bisher nur einen Auftritt in der Premier League bestritten, schoss aber dabei 2 Tore gegen Nottingham Forest. Sarri zieht es derzeit vor, ihn hauptsächlich in der Europa League einzusetzen, aber das könnte sich ändern. Wir haben sehr wichtige Spieler auf derselben Position, formulierte Sarri. Mehr dazu, FC Bayern lockt Hudson-Odoi mit Robben-Trikot. Bereits Ende Dezember hatte der TV-Sender Sky Sports berichtet, dass die Münchner bis zu rund 22 Millionen Euro Ablöse für das englische Talent geboten hätten. Es soll das 2. Angebot des deutschen Fußballrekordmeisters für einen Wechsel des U19-Nationalspielers schon in der Winterpause gewesen sein. Offizielle Stellungnahmen lagen zunächst nicht vor. Punkt. Der Vertrag des U17-Weltmeisters von 2017 läuft beim FC Chelsea im Sommer 2020 aus. Sein Londoner Verein hatte ihm im Sommer einen neuen Kontrakt über 5 Jahre angeboten.